Hi Leute und willkommen zum dritten und auch letzten Tag hier in Lechten auf dem Pony-Meeting. Wir starten mit einem ganz normalen A2-Sternen-Springen in den Tag. Ich habe mir den Parcours schon angeguckt, der ist sehr, sehr nett gebaut. Ich denke, heute werde ich auch so ein bisschen auf Zeit reiten mal mit Dobby, ein bisschen was riskieren. Mama nimmt ihn jetzt gleich mit in die Halle. Ich gucke mir da noch zwei, drei Reiter an, denn ich bin erst 17. Starterin und dann fange ich ihn auch an zu reiten. Los geht es mit dem Springen. Dobby hat sich sehr gut an dem Tag angefühlt, deswegen konnte ich auch so reiten, wie ich mir das vorher geplant hatte. Und ja, jetzt gleich von 1 auf 2 war schon ein relativ langer Weg. Den habe ich schön genutzt, um dort schon mal vorwärts zu reiten. Und dann habe ich aber am Sprung gewartet und so, dass wir jetzt ganz schnell rumkommen. Das hat auch gut geklappt. Sprung 3 und 4 haben wir jetzt richtig toll getroffen. Hier in der Wendung hatten wir Kreuzgalopp. Jetzt gleich wird es einmal so ein bisschen holprig, aber Dobby hat gut aufgepasst. Und dann konnten wir auch einfach wieder schön flüssig weiter in der Distanz reiten. Und jetzt frag mich nicht, was ich davor hatte. Ich dachte, ich muss voll losreiten. Ich habe einfach gar nichts gesehen. Dobby hat es wie ein Profi gelöst und ist einfach ganz ruhig geblieben und hat eine perfekte Distanz daraus gemacht. Jetzt zum letzten machen wir noch einmal Endspurt. Und ja, wir sind null geblieben, hatten eine super schnelle Zeit. Wie man sieht, Rang 1 und... das konnten wir einfach noch bis zum Schluss halten. Das war echt richtig, richtig cool. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Die Zwei-Sterne-Prüfung der Klasse A am frühen Morgen ist beendet. Und ihr hattet ganz klar die Nase vorn. Lia Jenny Beckmann vom Reiterverein Lienen mit Dangerous Dream. 0 Fehler, 39,32 Sekunden. Ihr Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so. Als der Dobby dann fertig war, haben wir schnell den Rocky fertig gemacht für ein M1-Sterne-Zeitspringen. Ja, wir sind nicht so gut in den Parcours gestartet, wie man sieht. Unser Grundtempo ist noch nicht so da, wie es eigentlich sein müsste. Aber ja, hier habe ich diesen langen Weg jetzt genutzt, weil das brauchten wir auch eigentlich jetzt für diese Kombi hier. Da sind wir auch schön reingeflogen und ja, jetzt die zweite Hälfte des Parcours wird auch viel besser. Ich konnte hier jetzt... schön weiterreiten auf diesen Oxa, das hat perfekt gepasst und jetzt wird es einfach viel besser. Auch hier in dieser Distanz muss ich jetzt ordentlich weiterreiten, weil Rocky hat ja nicht so einen großen Galopp und es wird dann immer ganz schön weit für ihn, aber das hat er richtig, richtig gut gemacht, richtig schön reagiert. Und wir waren auch gar nicht so langsam unterwegs, wie man vielleicht sieht. Auch zu diesem Oxa fliegen wir wieder richtig schön hin und dann noch schnell zum letzten Sprung. Und wir sind einfach erneut null geblieben. Einfach ein Hammergefühl. So, so geil. Und ja, was soll ich sagen? Ein wunderbarer vierter Platz. Also, das ist echt der Hammer. Der Höhepunkt des Tages. Unser zweites M2-Sternenspringen. Das war wirklich, wirklich anspruchsvoller Parcours. Man darf wirklich nicht schlafen, weil die Sprünge kommen super schnell und die sind ja auch eben richtig, richtig hoch. Aber wir haben hier schön Schwung genommen, sind über einen schon wunderbar geflogen und Rocky war wirklich sofort da. Wir sind besser sofort in den Parcours gestartet und ja, es war einfach richtig toll.
Als nächstes kommt jetzt die Dreifache und die einen oder anderen wissen es vielleicht, das ist eine große Baustelle von uns, da müssen wir reinfliegen. Aber diesmal sind wir vielleicht schon ein bisschen zu doll reingeflogen, aber überhaupt nicht schlimm. Ich bin einfach so happy, dass wir da durchgekommen sind. Auch jetzt dieser Weg zu dem Oxa, der ist super, super schwer, weil da muss man wirklich aus der Wendung weiterreiten. Und ja, ich war einfach so happy. Hier jetzt hat auch schon die Schlusslinie und dann nochmal zum letzten Oxa. Der war auch ein bisschen weit und ein bisschen doll. Da hatten wir nochmal einen Abwurf, aber überhaupt nicht schlimm. Ich war so unendlich happy. Also ich meine, ein M2-Sterne-Springen. Netterweise haben auch alle Teilnehmer, die in dem M2-Sterne gestartet sind, noch eine Schleife bekommen. Das ist natürlich auch eine mega Erinnerung. Denn ja, ich bin einfach super, super stolz auf uns und Rocky super dankbar. Da kann aber auch nichts wohin, da ist alles abgesperrt. Rocky Champion. Wie süß er ist. Na du? Kumpel? Suchst du was Fressbares? Hallöchen, wir sind wieder zu Hause. Es ist ganz schön dunkel. Mal Pipi machen. Und tschüss. Nein. Kein Essen da, noch nicht. Kommt gleich. Hallo ihr Mäuse, lange nicht gesehen. Na, ihr seht ja super aus. Lecker. Kleine Schlammpackung. Dallas, wolltest du kein Schimmel mehr sein? Lecker seht ihr aus. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings.